Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch meine Solaranlage vorstellen, die ich zu Hause in einer ganz normalen Mietwohnung in Berlin-Hellersdorf betreibe. Eigentlich hat die Solaranlage nicht wirklich was mit dem Thema Dampfen oder politische Geschichten und Ereignisse rund um die Dampferszene zu tun. Aber ich möchte euch das trotzdem mal vorstellen, weil es ganz interessant ist und ein bisschen hat es vielleicht doch mit Dampfen zu tun, da ich mit dieser Anlage sämtliche Akkus, Akkuträger und so weiter mit Sonnenenergie lade. Natürlich auch Handys, Smartphones, Tablets, Akkus für Kameras, Taschenlampe, Kopfhörer, alles was eben mit 12 Volt USB, Mini USB 5 Volt eben zu laden ist. Ich möchte euch im ersten Teil erstmal in einem Video die Anlage vorstellen, ein paar Bauteile und Komponenten dazu zeigen und erläutern. Danach werde ich euch für eine längere Zeit einen extra gemachten Schaltplan, einen simplen Schaltplan, der auch von Laien verstanden werden kann, zeigen. Da werde ich euch nochmal ein paar Punkte erläutern. Und sollten wie gesagt Fragen sein oder Anregungen, Kommentare, dann schreibt mir das natürlich unter das Video. Vorab möchte ich natürlich nochmal sagen, das Kuriose ist bei Solaranlagen an sich, dass meistens von Kritikern immer einmal als erstes kommt, ja, Solaranlage, rentiert sich das denn? Natürlich rentiert sich das nicht. Ich finde es auch immer relativ komisch, diese Frage nach, ob sich das rentiert. Ja, klar, wenn ich gewerblich eine Solaranlage aufstelle und ich gewerblich die Solaranlage betreibe, weil ich da einen Gewinn machen muss, dann muss sich das Ding natürlich rentieren. Ansonsten muss es sich nicht rentieren. Ne? Die wenigsten Solaranlagen, gerade im Inselbereich oder im Hausbereich, rentieren sich. Das ist just for fun. Spaß an der Entdeckung, an der Bastelei. Natürlich auch ein Stückchen grünes Gewissen. Die Anlage mit den Komponenten, ich habe jetzt nicht alle neu gekauft, aber den Großteil davon, ich glaube, außer die Batterien und ein paar Kleinteile und den Spannungskonverter habe ich alles neu gekauft. Da liegt man, wenn man sich das jetzt neu anschafft, irgendwo zwischen 500 und 600 Euro. Da kann ich natürlich jahrelang ganz normal mit Steckdosenstrom meine ganzen Akkus, Ladegeräte, Handys und so weiter laden, ehe sich das mal irgendwann amortisiert hat. Ne? Aber wie gesagt, für mich stellt sich die Frage der Rentabilität oder der Amortisierung überhaupt nicht. Ja, ich finde das immer komisch, dass sobald das Thema Solaranlagen kommt, immer die Frage kommt, wann sich das amortisiert, also abgerechnet ist und ob sich das rentiert. Niemand wird, wenn er sich ein Fahrrad kauft, ein Fernseher, ein neues Sofa, würde niemand auf die Idee kommen zu fragen, ob sich das rentiert. Ja, man kauft es einfach, wenn man es haben möchte, wenn man Spaß an dem Produkt hat, an der Funktion, was auch immer. Ja, aber die Frage mit dem Rentieren, es kommt immer bei Solaranlagen. Ich finde es ein bisschen komisch. Also wie gesagt, meine Solaranlage rentiert sich nicht, amortisiert sich auch nicht. Ich finde das einfach nur cool und richtig geil, wenn ich meine ganzen Geschichten mit Solarstrom laden kann. Und das funktioniert, wie gesagt, im Winter wie auch im Sommer. Im Winter habe ich natürlich, dadurch, dass kürzere Sonneneinstrahlungszeiten sind und Tageslichtzeiten, bekomme ich natürlich die Batterie nicht immer ganz voll. Da habe ich zur Not ein kleines 3 Ampere Ladegerät, falls die Batteriespannung mal wirklich unter 12 Volt gehen sollte. Dann kann ich mit dem Batterie-Ladegerät die beiden Batterien nochmal voll laden. Aber wie gesagt, ich habe die Anlage, so wie sie jetzt steht, seit Oktober. Und auch in der Winterzeit und im Frühjahr ist die Spannung nie unter 12,5 Volt gefallen. Also das Solarpanel bringt auch noch im Winter genügend Energie, um die Batterien halbwegs auf Trab zu halten. Im Sommer ist natürlich ein totaler Überschuss. Ja, in der Regel morgens 10, 11, 12 ist das bisschen, was ich den Batterien nehme, dann schon wieder vollgeladen. Denn wenn die Paneele kurz geschlossen und der ganze Solarstrom, der gute, schöne, grüne, der verpufft. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich baue mir da unten noch mehr Batterien rein, um den ungenutzten Solarstrom nicht verpuffen zu lassen, sondern zu speichern, ist ja alles gut und schön. Nur dann habe ich im Winter das Problem, dass ich die Batterien dann gar nicht mehr voll bekomme und dann wieder zum 230 Volt an die Steckdose wieder gehen muss. Und das ist ja absurd. Wie gesagt, die ganze Geschichte soll ja 100% autark arbeiten. Ja. Gut, jetzt habe ich erstmal genug gesabbelt. Jetzt guckt euch erstmal das Video an und wie gesagt, sollten noch Fragen sein, Anregungen, Kommentare, dann schreibt das unten rein.
Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und vielleicht kommt der eine oder andere auf die Idee, sich das nachzubauen. Deswegen auch nochmal zum Schluss der Schaltplan mit eigenen Erklärungen. Den Film ab und viel Spaß beim Anschauen. Ein Stück der Anlage ist ein 180 Watt Solarpanel, was bei mir auf dem Balkon steht. Da ist das gute Stück. Ist im Moment erstmal nur provisorisch angebracht mit Drahtzieherschlingen und einer Stütze. Weil wie ihr seht, wird draußen eingerüstet. Hier erfolgt eine Sanierung. Und solange das nicht fertig ist, macht es keinen Sinn, das fest anzubringen. Tut der Funktion auch keinen Abbruch. So, von diesem Panel geht der Strom hier unten durch die beiden Stromkabel und verschwinden in den Schrank und beziehungsweise in den Regler. Bevor ich euch auf den Schrankinhalt weiter eingehe, möchte ich euch mal die Oberseite zeigen, für was das Ganze eigentlich sein soll. Sinn und Zweck ist es, dass wir die ganzen Sachen, alles was mit 12 Volt, 5 Volt und so weiter zu tun hat, wird alles über Solar geladen. Nun, ihr seht hier zwei Batterieladegeräte. Hier sind nochmal diverse Anschlüsse frei. Hier wird gerade die Powerbank von meinem Sohn geladen. Der packt uns sein Handy und seine Kopfhörer und was nicht alles ran. Ich lade hier meine ganzen Akkuträger, mein Pad, meine Kamera, mit der ich gerade filme. So, im Moment könnt ihr sehen, es kommen ordentliche 7,6 Ampere, gerade 7,5, 7,6 Ampere rein. Der Bestwert, den ich hier hatte, war 8,6 Ampere. Jetzt geht gerade draußen die Sonne weg und man sieht, die Ampereleistung geht runter. Die beiden Batterien, die ich verbaut habe als Speicherlösung, die zeige ich euch gleich, die sind beide zu 100% geladen, sodass sozusagen das, was jetzt das Solarpanel an Energie erwirtschaftet, direkt in die Verbraucher fließt. Kann das auch nochmal umschalten, dann kann man das sehen. Wie gesagt, zeigt ja an, 2,5 Ampere fließen gerade an Strom und die Verbraucher ziehen gerade im Moment 0,8 Ampere. Jetzt kommt die Sonne draußen wieder. Schalten wir nochmal. Ja, sieht man, Batterien 100% voll. Jetzt haben wir wieder satt um die 7 Ampere. Na, es klettert und steigert halt. Daneben habe ich eine Anzeige. Ich zeige zwei Sachen an. Einmal die Batteriespannung, weil dieses kleine Display von dem Solarregler ist aus der Ferne von der Couch überhaupt nicht ablesbar. Hier haben wir 13,7, also die Batterien sind mehr als voll. Das ist die sogenannte Ladeerhaltungsspannung. In Ruhespannung beträgt es bei den Batterien 12,8 Volt, also wie gesagt vollgeladen. Daneben haben wir noch ein zweites Display, was grün leuchtet. Das zeigt mir die Spannung der Solarmodule an. Jetzt seht ihr es gerade flackern. Das Problem ist, oder was heißt, es ist kein Problem, die Anzeige funktioniert im Moment nicht richtig, weil die Batterien voll sind. Und wenn die Batterien voll sind, schließt der Solarregler das Solarpanel kurz. Dann kommt ja kein Strom mehr an, sozusagen. Und es kann auch nichts angezeigt werden. Ich werde jetzt einfach mal, ganz einfach mal, ihr seht, es bewegt sich jetzt ein bisschen, einen ganz einfachen Test machen. Und zwar werde ich einen 230 Volt Verbraucher mal dort anschließen. Genau, ich habe jetzt gerade den Mixer gesucht, den hatte ich mir schon zurechtgelegt. Ganz normalen Haushaltsmixer. Der zieht um die 180 Watt. Ups, da geht er auch schon los. Und wie ihr seht, jetzt wird mehr Strom verbraucht. Also wird die Spannung von der Batterie angezapft. Und das Solarpanel wird nicht mehr kurzgeschlossen, sondern die Spannung wird ja vollkommen benötigt. Wenn ich das jetzt wieder ausmache, ja, seht ihr, steigt die Batteriespannung wieder. Und da die Batterien natürlich immer noch voll sind, wird das Panel wieder vom Solarregler kurzgeschlossen. Jetzt noch mal kurz zeigen, ja, dass man das auch sehen kann. Zack, Mixer. Da kommt ja die volle Spannung vom Solarpanel. Und bupp, werden sie wieder kurz geschlossen. Das nur erstmal zur Anzeige. Werde ich mal das wieder abschalten.
und werde euch ein bisschen was zu dem Schrank, zu den Innereien zeigen. Da werde ich noch mal ein bisschen Licht machen, dass man es hier drinnen besser sehen kann. So. Hier unten sind zwei Speicherbatterien mit jeweils 100 Amperestunden. Die sind zusammengeschaltet als eine große Batterie. Und die hat dann eine Gesamtkapazität von 200 Amperestunden. Wobei, wie gesagt, die Angabe natürlich nicht stimmt, weil man so eine Bleisäurebatterie nicht mehr als 50% entladen. Das entspricht so 12 Volt, 11,8 Volt, 12 Volt, das sind so 50%. Darunter beginnt die Tiefentladung. Das heißt also, effektiv habe ich von den 200 Amperestunden eigentlich nur 100 Amperestunden zur Verfügung, die ich voll ausnutzen kann. Aber das reicht vorne und hinten, auch im Winter reicht. Das habe ich die nie gebraucht, sodass noch Kapazitäten über sind, die ich demnächst noch mit weiteren Komponenten verbrauchen werde. Hier zwischen sieht man einen Spannungskonverter, der aus den 12 Volt Gleichstrom 230 Volt Wechselstrom macht. Hier können Verbraucher angeschlossen werden bis einer Maximallast von 600 Watt. Das geht ja hoch, hier oben sind die Steckdosen, da hatte ich gerade den Handmixer drin. Im Moment habe ich noch keinen Einsatzzweck für, ist einfach nur dafür da, dass ich es habe. Wie gesagt, da werden sich noch irgendwelche Verbraucher finden lassen, die sich damit betreiben. Wie gesagt, an der Batteriebank ist hier eine Hauptsicherung angeschlossen, die da im Falle eines Kurzschlusses auslöst. Dazwischen noch eine Steckverbindung, um die Batterien komplett zu trennen. Wie gesagt, den Regler habe ich erklärt, dass die zweite Batterie interessanter wird hier oben. Also wie gesagt, der Strom von dem Solarpanel geht hier oben direkt in den Regler rein. Und zwar hier in die beiden Anschlüsse. Diese beiden Anschlüsse gehen direkt an die Batteriebank und diese beiden Anschlüsse sind die Verbraucheranschlüsse. Diese beiden Anschlüsse gehen hier praktisch Plus und Minus hier oben an die Verteiler ran. Von diesen Verteilern geht es hier unten nochmal zu einem Sicherungskasten. Also jeder Verbraucher, der da oben ist, jede USB Steckdose, jedes Ladegerät hat hier eine eigene Sicherung, die im Falle eines Kurzschlusses auslöst. Nur für ein bisschen mehr Licht sorgen. So, was haben wir hier noch? Hier haben wir einen Spannungsregler. Das Problem ist bei Kfz-Batterien, dass sie teilweise eine schwankende Spannung haben. Das geht bei 14,2 Volt los, wenn die richtig voll gepowert geladen sind. Bis runter, wie gesagt, bis 12 Volt, 11,8, darunter sollte man nicht gehen. Und viele Elektrogeräte können mit dieser schwankenden Spannung halt nichts anfangen. Und das ist sozusagen ein Spannungsstabilisierer, um das mal auf Deutsch zu sagen. Englisch heißt es Step-Up, Step-Down-Konverter. Der macht nichts anderes, dass er aus einer Eingangsspannung, die variabel sein kann bei diesem Modell, ist das glaube ich 3 bis 34 Volt und daraus erzeugt er eine Gleichspannung, die ich mittels eines Potis einstellen kann. Das heißt, ich habe hier immer, hier ist der Eingang, hier drüben, hier ist der Ausgang, ich habe immer saubere 12 Volt, egal was die Batteriespannung bringt, ob die nur 13,4 Volt hat oder 12,8 oder was auch immer, ich habe hier immer saubere 12 Volt anliegen, das ist natürlich eine feine Sache. Was haben wir hier noch? Hier drüben haben wir einen weiteren Wandler, der erzeugt aus 12 Volt, wie gesagt 5 Volt für die USB-Boxen. Wenn man das sehen kann, hier stecken jetzt 4 USB-Kabel drin. Die gehen nach hier oben. Das sind die ganzen 4 Stück. Hier unten, hier oben kommen sie hoch. Seht man, da sind die ganzen Geräte hier angeschlossen. Meistens reichen 4 nicht aus, deswegen sind hier noch weitere Buchsen und Möglichkeiten, noch USB-Kabel ranzustecken. Aber im Großen und Ganzen haut das schon hier hin mit den 4 Kabeln. Wie gesagt, hier haben wir nochmal USB für interne Geschichten. Und hier sind die beiden Ladegeräte angeschlossen, die man hier oben sehen kann. Damit werden sämtliche Akkus geladen für Kamera, für Taschenlampe und so weiter. Ja, und weiter gibt es erstmal hier nichts groß weiter zu sehen in dem Schrank. Ich mal wieder zumachen und das Licht ausschalten.
So wie versprochen hier nochmal der Schaltplan und nochmal eine kurze Erklärung der einzelnen Komponenten. Ich habe die jetzt einfach halt durchnummeriert, weil ich ja hier nicht an der Tafel stehen kann mit dem Zeigestock, um irgendwelche Windows-Programme da runterzuladen, die die Mausspuren aufzeichnen, ist mir einfach ein bisschen zu kompliziert. So funktioniert es auch. Also die Nummer 1 sind die beiden Batterien, die als Batteriebank zusammengeschaltet sind. Nummer 2 ist die Hauptsicherung. Die Nummer 3 ist die Spannungsanzeige der Batteriebank. Nummer 4 ist die Spannungsanzeige des Solarpanels. Nummer 5 ist das Solarpanel selber. Nummer 6 ist der Lader, beziehungsweise Solarregler. Nummer 7 ist die Plusverteilerschiene. Nummer 8 ist die Masse- oder Minusverteilerschiene. Nummer 9 ist der Sicherungskasten, wo jeder einzelne Verbraucher mit einer 12 Volt Kfz-Sicherung abgesichert ist. Ab da geht der Schaltplan nicht weiter, weil da kommen dann sozusagen die Plusleitung eurer Komponenten und dann halt an die Minusverteilerschiene, die Minusleitung eurer Komponenten. Da könnt ihr ja anschließen, was ihr wollt. Ich wollte jetzt da nicht meine Komponenten eintragen, weil jeder kann ja da was anderes ranklemmen an Ladegeräten, USB-Schichten und so weiter. Deswegen hört der Schaltplan ab diesem Punkt auf. Ist ja soweit auch logisch. Nummer 10 ist dann nochmal der Spannungswandler, der aus der variablen Spannung immer eine konstante 12 Volt Spannung macht. Kann auch andere Spannungen machen. Ich habe den auf 12 Volt eingestellt. Man könnte theoretisch auch den auf 5 Volt einstellen und direkt am Ausgang USB-Kabel anschließen. Das würde auch funktionieren. Das kann man halten wie ein Dachdecker. So, und dann haben wir noch zum Schluss die Nummer 11. Wie gesagt, die generiert aus 12 Volt auf die Boxen, auf die vier USB-Boxen 5 Volt. Und da sind dann eben, wie im Video zu sehen, die vier USB-Kabel angeschlossen, die oben auf dem Schrank liegen, wo man eben dann diverse Komponenten mit Mini-USB-Port anschließen und laden bzw. betreiben kann. So, wie gesagt, falls noch Fragen sind oder Anregungen, dann schreibt das unten einfach ins Kommentarfeld. Ansonsten werde ich, wie gesagt, den Schaltplan nochmal hochladen auf meinen Webspace und den Link unter das Video beipacken. Ansonsten könnt ihr auch einfach Pause drücken und euch das in Ruhe angucken. So, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und der eine oder andere bekommt vielleicht Lust, ein bisschen zu basteln. Und das soll es dann heute in diesem Video von mir erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und herzliche Grüße aus Berlin.